die Scheißkamera wegpacken. Fertig. Ist halt einmal so. So, willkommen zurück zu einem hervorragenden Video. Oh, da gut. Ja. Und dann so. So, ich bin hier heute der wichtigste Mann. Ich gebe die Scheiße raus, wie ihr sehen könnt. Und ansonsten filmen wir den restlichen Abend, die Kämpfe und wie wir die Leute warm machen. Und was uns sonst noch so einfällt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Das ist von vorne bis hinten gelogen. Das ist alles ausgedachte Schmähkritik. So, das ist Onkel Rexy. Sag hallo, Onkel Rexy. Hallo. So, der Einlass hat jetzt begonnen. Die Handschuhe werden verteilt. Und alle nehmen ihren Platz ein für die ersten Kämpfe. Aber nicht hier auf das Frauenklo, ne? Nicht auf das Frauenklo. So, ich bin jetzt hier mit dem TikTok-Star Hugo, hungriger Hugo Wach. Der einzige Wach. Der wird heute Abend hier kämpfen. Hugo, wie fühlst du dich? Ich, Alter, dass ich jetzt mal von Max, okay, dass ich los, von Max Holzer einfach interviewt werde. Ja. Ich fühle mich gut. Auch dein Traum geht mal in Erfüllung. Auch mein Traum geht mal in Erfüllung. Ich fühle mich sicher, gut vorbereitet. Weightcut war sehr easy dieses Mal. Von daher, eigentlich steht dem Sieg nicht im Wege. Okay, dann wünschen wir dir viel Erfolg und wir freuen uns auf seinen Fight. Hurra! Hurra! Vorkämpfe sind durch, wir hatten einige spannende Finishes, krasse K.O.s und freuen uns jetzt auf die Hauptkämpfe. Im Hintergrund wird sich jetzt hier schon warm gemacht, wir sind in dem Aufwärmbereich, bereiten den Kämpfer jetzt noch kurz vor und dann wird gleich gekämpft. Von uns kämpfen jetzt gleich noch Hugo und André, beides Profikämpfer, im Federgewicht. Ich denke, das wird auf jeden Fall, das werden zwei sehr, sehr gute, dominante Kämpfe werden. Ja, aber bleibt gespannt. Hey, da wird komisch kämpfen, ne? Das sind solche Leute, die kämpfen komisch. Okay.
nach einstimmiger Punktentscheidung kommt aus der blauen Ecke von der Feinschule. Gerade eine sehr, sehr gute Performance hingelegt hat. Starkes Finish in der ersten Runde. Hugo, wie war's? War gut. Ich wusste, der Gegner ist ein Ringer. Hab auch auf den Takedown gewartet. Der kam auch relativ schnell. Hab ihn mir ausgesprawlt und dann irgendwann, als ich ihn am Käfig hatte, habe ich ihm einen dicken Ellenbogen verpasst. Ich glaube auf die Nase. Hat richtig angefangen zu bluten und danach hat er nur noch gepanic-shootet. Haben wir ja weiß sogar. Super gemacht, ja, super echt. Ja. Für weitere Fachbegriffe folgt mir auf Road to UFC, meinem YouTube-Channel. Perfekt, dann machen wir mal ein Video zusammen. Jetzt habe ich es mir verdient. So, ich habe jetzt Pause. Ich habe mich jetzt hier mal hingelegt und jetzt reicht es.